Willkommen hier zurück zu The Evil Within. Mein Name ist Mark Coxie. Wir machen hier weiter und schnappen uns hier die ganzen Sicherungen, Munition etc. pp. Jetzt will ich aber hier erst noch an die Kisten kommen. Die wir hier hinterlassen haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Falls nicht, gehe ich dann nochmal zurück. Selbstverständlich. Sollte also gehen, dass wir da irgendwie hinkommen. Wo sind die Kisten? Ah ja. Ich beginne zu verstehen. Eine ist hier. Was haben wir hier? Explobolzen. Saubere Sache. So, wie kommen wir zu den anderen? Das ist nicht drin. Ich weiß nicht, aber vielleicht müssen wir da jetzt so außen rumlaufen. Diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Na toll. Also gut. Jetzt geht das wieder nicht. Doch. Mal einen kurzen Prozess mit euch. Auch mit dir. Ich mach da nicht mehr lang rum. Mach uns platt. Ich mach da nicht mehr lang rum. Gut, also wir machen es mal mit einer Harpune. Na toll. Na.
ist halt doch eher mal was auf Nahkampf. Meine Fresse. Wenigstens gibt es hier viel zu looten. Das ist schon mal gut. Das hilft uns schon mal sehr viel weiter. Pistolenmunition ist voll. Nehmen wir mit. Schrotflintenmunition wäre noch toll. Nehmen wir auch noch mit. Eine. Ja, okay, gut, mehr geht ja gar nicht mehr. So, hier noch Pulver. Wo geht's da lang? Geht's gar nicht durch. Myra, hör auf! Und zack. Nicht gut. Die Rutschparty beginnt. Gut, jetzt müssen wir uns wenigstens nicht mehr verstecken. Verdammt. Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Hey, ich wollte doch keine Rauchbombe. Na, ist ja egal. Ich wollte eigentlich nur Harpune. Also gut, Jungs. Eine Portion Schrot. Na gut, dann laufen wir halt von euch weg. Ah, endlich. So. Was haben wir da? Spritzen wir uns natürlich sowas. Gel. Jetzt haben wir ja natürlich andere Morbius-Kisten rumliegen lassen. Aber ich weiß nicht, wie wir da an die rankommen sollen, sollten. Ich weiß gar nicht. Was ist jetzt mit Schrotflintenmunition? Nachladen? Gut, können wir wieder mitnehmen. Sie. Oh, Scheiße.
God. Was zur Hölle ist das denn? Also gut. Was können wir sonst noch? Erstmal nachladen. So. Kommt gerade nochmal. Nur einen anderen Bolzen. Was ist los? Kaputt, oder? Auch nicht schlecht. Bitte lass das den letzten sein. Ja, und was hat denn das gebracht? Nichts, oder was? Hm, toll. Ja, also wenn der schon sagt, lass das bitte den letzten sein, dann gibt's da noch mal einen. Ganz sicher. Ach da. Wie viel gibt er? 1000. 10.000? Was war das? 1000, ne? Aber wir können ja sehr gut mit der Umgebung spielen. Wehtun. Ihr wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde. Nicht gut. Gar nicht gut. Und zwar so überhaupt nicht. Neues Kapitel. Sie darf Lily nicht kriegen. Können wir jetzt wieder normal laufen? Kapitel 16 im Limbo. Was das immer heißt, was das immer sein soll, ich weiß es nicht. Mache dich auf den Weg nach Hause.
Okay. Kidman? Nee. Wir müssten Lily befreien können, bevor sie es mitkriegen. Wenn sie raus ist, sind wir so gut wie unsichtbar. Sind Sie sich da sicher, Theodore? Jemand Hochrangiges wie Sie, wenn Sie geschnappt werden? Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie Sie dieses arme Kind für Ihre Zwecke missbrauchen. Dieser dreckige Mistkerl hatte von Anfang an ganz eigene Pläne. Was haben wir denn da für eine Frau? Ist das unsere Frau? Das ist ein neuer Resonanzpunkt. Zum Kern zu werden? Alles klar. Es wird immer kurioser, meine Freunde. Warum? Da geht's lang. Es wird tatsächlich immer kurioser. Ist es passiert, als alles begann zusammenzubrechen. Unser Büro. Alles klar, meine Freunde. Es ist verrückt. Es ist tricky. Also, komm. Waffenverbesserung. Wie wäre es mit einer erhöhten Feuerrate? Sehr gut. Was können wir hier machen? So ein Kältebolzen wäre nicht schlecht. Reicht nicht. Wie viele Teile brauchen wir da? Das wäre noch gut. Die Feuerkraft. Oh. Okay, geht noch. Das geht nicht. Schade. Okay, Herstellung. Wir brauchen Explobolzen. Sagen wir 3 Stück. Geht nicht, oder? Wir haben keine Nägel mehr. So, dann stellen wir hier noch eine her. Läuft. Okay. Was nächstes? Was gibt's als nächstes?
Eine grüne Essenz. Können wir ja noch in den Spiegel? Scheint nicht zu gehen. Schade. Okay, speichern wir hier mal. Und setzen da einen neuen Speicherpunkt hin. Also wir überschreiben den jetzt hier quasi. So. Kapitel 16. Also wenn wir hier nicht rauskommen, gehen wir weiter. Voll. Okay. Ob es hier draußen noch irgendwas gibt, ich weiß nicht. Scheint nicht so zu sein. Eieiei. Okay, checken wir mal. Okay, wir haben noch zwei Erinnerungselemente. Ob wir die noch finden werden? Naja, ich weiß nicht, ne? Einer sollte noch kommen. Also hier jetzt noch. Und dann noch einer zum Schluss. Dann hätten wir alle. Aber ich glaube eher nicht, dass wir alle kriegen. Kämpfst du mich, Myra? Du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Nein, Myra. Das ist nicht real. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte, lass sie uns hier rausbringen. Und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nicht gut. Nein, ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Nein. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier. Ich werde Lily nicht hier lassen. Bitte. Wer das versucht, wird sterben! Zwing mich nicht dazu! Nicht gut.
Nochmal. Schieß. Na toll. Ja, je mehr wir geschossen hätten. Oh Gott. Je mehr wir geschossen hätten, desto leichter hätten wir es jetzt. Halt mal. Ich muss noch mal einmal zurück. Mir ist was durchgegangen. Was komplett Blödes. Folgendes. Wir hätten ja gar nicht durch den Spiegel müssen. Ja, was haben wir da jetzt hier schon alles? Waffenverbesserung. Haben wir auf den Kopf gehauen. Wir müssen ja nicht durch den Spiegel, um da jetzt hinzukommen. Sondern einfach nur auf den Stuhl. Das ist mir jetzt rausgegangen. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Ja, was sagst du? So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Heilung 7 von 7. Gesundheit, Athletik, Kampf. Was haben wir denn da? Kampf ist relativ uninteressant. Die Vitalität. Das ist am wichtigsten. So, haben wir auch alles voll. Die Athletik. Machen wir das. Okay. Für den Kampf geringerer Rückstoß. Machen wir das. Okay, reicht nicht mehr. Halb so wild. Haben wir das hier alles auf maximal. Was gibt's noch hier drin? Können wir noch? Harpune können wir nicht gebrauchen. Voll? Voll. Sprechen wir noch mal mit Titaniana. Dies ist leider das letzte Mal, dass ich Ihnen helfen kann. Ich fühle, wie das Ende naht. Sie waren die ganze Zeit für mich da. Beide Male. Vielleicht bin ich auch schon länger bei Ihnen. Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Ich bin, wer ich immer war und immer sein werde. Sie wenden sich an mich, wenn Sie innere Stärke suchen. Und Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Und wenn das alles vorbei ist? Wenn alles vorbei ist, brauchen Sie mich nicht mehr. Weil alles vorbei ist? Oder weil ich dann tot bin? Die Antwort ist so oder so dieselbe. Und jetzt machen wir sie startklar. Okay. Sehr mysteriös. Was sagst du denn sonst noch so? Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen, wenn sie ständig meine Maniküre unterbrechen? Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Hallo? Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen, wenn Sie ständig meine Maniküre unterbrechen? Das ist eine Unverschämtheit, was Sie hier uns unterstellt. Es ist ja gigantisch. Ja. Okay. Ich bin ja blöd. Also, Spritze. Läuft. Haben wir gesetzt. Jetzt müssen wir die ja trotzdem noch abholen. Ich sehe, Sie brauchen wieder meine Dienste. Erschrecken Sie mich doch nicht so. Titaniana. Okay.
Jetzt können wir nämlich noch die Spritze hier mitnehmen. Gut. Willst du uns noch mal was sagen? Meinen Sie nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen? Nochmal? Ja, hier ist es ruhig. Meinen Sie nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen? Wie soll ich diese Nägel? Okay, mehr kann ich uns gar nicht sagen. Naja, laufen wir noch hier ganz kurz zu Myra zurück. Oder Myra, oder wie die auch immer heißt, die olle Schreckschraube, die mal unsere Ehefrau war, die jetzt aber durchaus nicht mehr ist. Wir nehmen jetzt hier erstmal so einen Exlo-Bolzen. Wir speichern hier nochmal. Genau. Jetzt rennen wir da noch ganz kurz zurück und dann kann ich nämlich noch den letzten Part einläuten. Wie kommen wir hier raus? Da, ne? Genau. Ach, die Essenz. Mit der können wir es auch nichts mehr anfangen. Okay. Gut, diesen Resonanzpunkt da oben, den holen wir uns nochmal kurz. Was zum Teufel? Lauf, Lily. Versteck dich. Ich finde dich. Was zum Teufel tun Sie da, Myra? Ich beschütze meine Tochter. Sie Närrin. Die Macht, die sie besitzt. Sie verstehen es nicht. Nein. Ich verstehe nicht, was ich tun werde, um sie zu beschützen. Verdammt, Myra! Sie können nicht weglaufen. Ich finde sie! Du hast es geschafft. Du hast sie beschützt. Aber jetzt bringst du sie in Gefahr. Tja, wir haben es nicht so ganz geschafft, denn... Na, was soll ich sagen? Uns fehlt was. Und zwar fehlt uns zwei Erinnerungen. Das ist bitter. Also komm. Ja, wie schon gesagt, das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.